traf jemanden von Tenet TSO, dem Übertragungsnetzbetreiber, der so diesen mittleren Bereich in Deutschland betreibt, der sagt, wie Tenet dieses ehemalige Netz von E.ON gekauft hat, hat man ungefähr 900 Millionen Euro für das Netz bezahlt. Da hat man natürlich gewusst, dass man auch noch ein bisschen investieren muss. Seit diesem Kauf, der ist, wie viele Jahre her? Drei Jahre ungefähr? Ja. Seit ungefähr 3 Jahren hat Tenet TSO Investitionsverpflichtungen im Volumen von 6 Milliarden Euro eingegangen, also das gut Sechsfache des Netzwertes, wie man es gekauft hat. Herr Zerres, sozusagen, wenn man versucht, das knapp zusammenzufassen, glauben Sie, dass für die Reinvestitionen dieser Investitionsvolumina, dass der Rahmen, den wir dafür haben, der rechtliche Rahmen, reicht der aus? Ja, also da habe ich überhaupt keine Zweifel. Für die Refinanzierung dieser Investitionen, da wird gutes Geld mitverdient. Das ist nicht das Problem. Was wir im speziellen Falle Tenet ein Problem haben, ist, es muss ja erstmal finanziert werden, bevor ich zur Refinanzierung kommen kann. Und es ist offensichtlich für, ich sag mal, ein mittelständisches Unternehmen wie Tenet mit einem Kapitalwert von 900 Millionen nicht ganz einfach, Investoren zu finden, die in dieser Größenordnung investieren. Das ist, wenn sich unser eins ein Reihenhaus kauft, kriegt man das finanziert. Wenn wir anfangen, ein Einkaufszentrum zu bauen, haben wir ein Problem. So ist das bei Tenet. Und der holländische Staat, der das alles könnte, hat wahrscheinlich aus innenpolitischen Gründen nicht die Bereitschaft, so viel Geld in deutsche Stromnetze zu stecken. Die wollen einfach flüssig sein für andere unter holländischen Interessen erfolgende Investitionen. Das ist das Tenet-Problem. Okay. Das heißt, wir empfehlen nicht Energienet DK jetzt auch noch einen Teil des deutschen Netzes zu kaufen, sonst hätten wir im Prinzip das gleiche. Wenn die als Investoren einsteigen wollen, gerne. Also super, das ist überhaupt kein Thema. Sie sagten, Dänemark ist ein reiches Land. Kleines. Also zunächst mal, so arm sind wir auch nicht. Das könnten wir eigentlich auch selber machen. Also das ist, wir müssten einfach nur das öffentliche Geld bereitstellen. Das kann man ganz einfach aufnehmen. Beziehungsweise man kann es auch direkt sozusagen durch die Unternehmen aufnehmen. Es gibt an keiner Stelle der Welt, ist es einfacher, Kapital aufzunehmen als im regulierten Bereich. Aber man braucht eine vernünftige Regulierung. Und da würde ich wieder sagen, unsere Regulierung ist noch zu nah an dieser Totex-Anreizregulierung dran. Und wir haben nicht das System, wo man unkompliziert Kapital aufnehmen kann. Wenn man die Regulierung ändert, dann kann man ja eine Regulated Asset Base schaffen, wo ganz einfach jeder Bürger sich Anteile an dem Netz kauft im FK-Bereich. Und das haben wir intern... Jeder Bürger, also FK, ne? Fremdkapitalbereich, und sozusagen in diese Assets investieren. Und da schütteln Sie mit dem Kopf, aber da muss ich sagen, dann sollte die Netzagentur wirklich auch stärker ins Ausland gucken. Das ist jetzt auch keine ökonomische Rocket Science, auf die ich mich hier beziehe. Also das ist dann schon ein Problem der Regulierung, dass das nicht so ist. Zweites Problem ist, warum ertragen wir das eigentlich, dass hier wir über den Gemütszustand von irgendwelchen mittelständischen, niederländischen Unternehmen reden im Staatseigentum. Wenn dieses Unternehmen seine Aufgabe nicht bewältigen kann, dann soll man die halt einfach austauschen. Das macht man über Lizenzierungsverfahren. Das hat man in Großbritannien ja auch erlitten über Jahrzehnte, da können wir auch hingucken, können uns das auch abschauen. Gut, jetzt sind wir schon fast in dem Dialog, den ich gerne unterbinden wollte. Sie können mir helfen bei dem Unterbinden, indem Sie Fragen stellen, die vielleicht das Thema auch nochmal in eine andere Richtung lenken. Okay? Hans Helmut, bitte. Wäre es nicht einfacher, wenn wir doch noch den großen Schritt wagen und eben einen deutschen TSO planen und auch umsetzen? Das ist, da kann ich gleich eine Entgegnung zu Herrn Beckers mit verbinden. Das spricht sich so idealtypisch immer so einfach aus, das mal einfach zu machen. In der Praxis heißt das 3 Jahre Stillstand, bis das geregelt ist, bis das wirklich umgesetzt ist. Sowas macht ja keiner freiwillig. Ja, und in der Zeit würden Sie niemanden finden, der dann investiert. Und Sie werden endlose Verfahren durchstehen haben, bis Sie diese staatliche Anordnung faktisch durchgesetzt haben, und bis dahin tut sich nichts. Deswegen geht man das nicht an, deswegen ist man in diesem Dilemma.
Jetzt hat es aber keine Erwiderung auf Beckers, weil Beckers hat nicht gesagt, mach das. Beckers hat gesagt, wir müssen die Regulierung ändern. Nein, sie haben einfach gesagt, schmeißt die doch raus, ja? Entzieht denen eine Lizenz und nimmt wen anders. Das geht eben auch nicht. Also ändert die Regulierung, das geht am einfachsten, führt ein Lizenzierungsverfahren ein. Und im Übrigen, man kann darüber auch gut nachdenken, aber Herr Zerres hat recht, sowas geht auch mit vielen Rechtsfragen einher. Das sollte eine Zusatzoption sein. Das sollte nicht die Basis sein dessen, was man macht, sondern kann noch zusätzlich dazukommen. Vielen Dank. Ich unterbreche an der Stelle. Ich habe hier am Gang hier in der Mitte eine Frage. Bitte, ja, Sie. Es gibt ja bereits Beteiligungsmodelle. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein gibt es die Idee, eine Bürgernetzgesellschaft, die sich dann zusammen mit Tennet beteiligt. Was halten Sie von dem Modell? Und wie erleben Sie das bei Tennet? Sind Sie bereit, solche Modelle umzusetzen? Und können Sie womöglich das anregen? Im Moment haben wir kein wirklich griffiges Instrumentarium Tennet zu zwingen, solche Beteiligungen einzugehen. Wir haben nur die Möglichkeit, Zertifizierung zu verweigern. Das ist aber was praktisch folgenlos bleibt. Und wir haben die Möglichkeit, über Missbrauchsverfahren immer wieder Zwangsgelder zu verhängen, so lange, bis ein nötiges Investitionsverfahren realisiert wird. Beteiligungsverhältnisse vorzuschreiben, geht nicht. Wenn das jemand macht, haben wir damit überhaupt kein Problem. Im gegenwärtigen Rechtsrahmen ist halt alles möglich. Man kann das unterschiedlich ausgestalten, man kann von den Bürgern Fremdkapital einsammeln, kriegt darüber flüssige Mittel. Das lohnt dann für das Unternehmen aber nicht so, weil die Eigenkapitalquote geringer wird. Das senkt den Verdienst. Deswegen ist viel, viel Fremdkapital einzusammeln nicht so beliebt. Und zusätzliches Eigenkapital durch weitere Eigentümer reinzunehmen, ist für den bisherigen Eigentümer auch immer eine Überlegung, weil ja, sein Mitspracherecht am Unternehmen wird geringer. Deswegen ist also die Bereitschaft, das zu tun, sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Ist die Frage damit beantwortet? Und wie weit sind Sie in Schleswig-Holstein? Da gibt es ein konkretes Projekt. Bin ich über Einzelheiten nicht informiert. Wir kümmern uns nur darum, dass Leitungen auch wirklich entstehen und dass die bestehenden Unternehmen ihre Gelder zurückverdienen können. Wenn da jetzt in Schleswig-Holstein eine neue Gesellschaft entsteht, an der auch Bürger beteiligt sind, dann braucht die erstmal eine Erlaubnis von der schleswig-holsteinischen Landesregierung und dann wird die möglicherweise je nach Kundenzahl unter die Landesregulierung oder die Bundesregulierung fallen. Das wissen wir noch nicht, das müssen wir mal abwarten. Wenn sie unter unsere Regulierung fallen würde, dann würde die erstmal einer Kostenprüfung unterzogen und dann bekäme die ihre Kostenrahmen genehmigt und könnte anfangen, Geld zu verdienen. Ich würde gerne an dieser Stelle noch mal kurz das Thema zurückwenden auf den ersten Vortrag von Charlotte Lorek. Charlotte Lorek hat uns vorgestellt, wie sich voraussichtlich der Park der Stromerzeugung entwickeln wird in den nächsten Jahren oder sagen wir mal, was die Szenarien sind, die wir haben. Szenarien sind ja immer Wenn-Dann-Aussagen. Eine Frage, die ich an Charlotte einerseits, aber auch vielleicht auch an die anderen Panel-Teilnehmer richten möchte, ist, wie sicher wissen wir eigentlich, welchen Netzbedarf wir heute haben? Also wie groß ist diese Unsicherheit auf diesem 10-Jahres-Plan? Kann es nicht sein, dass es doch ganz, ganz anders aussieht? Und vielleicht damit verbunden nochmal der kleine Hinweis an die Bemerkung, die Felix Mattes heute Vormittag in seinem Keynote gemacht hat. Es ist doch ein bisschen überraschend, dass man jetzt auf einmal einen dramatischen Netzausbaubedarf festgestellt hat. Na gut, es ist schon ein paar Jahre her, die erste DENA-Netzstudie, wo doch der Atomausstieg eigentlich schon seit dem Jahr 2002 im Gesetzblatt stand. Sozusagen ist da auch was falsch gemacht worden bei der Vorausschau des Investitionsbedarfs. Aber der erste Teil der Frage wahrscheinlich eher nochmal an Charlotte. Ja genau, also Prognosen sind ja diese Szenarien nicht, sondern es sind Wenn-Dann-Aussagen. Natürlich hat niemand die Glaskugel, um in die Zukunft zu gucken, aber
wenn man sich so die Vergangenheit von Szenarien anguckt, zum Beispiel die Entwicklung der Leitstudie für den Ausbau der erneuerbaren Energien, dann kann man da ja schon sehen, dass es eine relativ robuste Abschätzung war, wie sich die, also dass diese Wenn-Dann-Aussagen eigentlich ganz gut eingetroffen sind, häufig eher übertroffen wurden im Ausbau von der Realität in der Vergangenheit. Aber das war auch in einer Phase, wo man im Prinzip ja das Spielfeld noch relativ freigegeben hat. Die Politik hat ja durchaus über die Gestaltung der EEG-Vergütungen Möglichkeit hier einzugreifen. Das hat sie bei der Photovoltaik auch schon mit sehr konkreten Zahlen getan. Insofern ist es ja jetzt nichts, wo man, dem man völlig ausgeliefert ist. Also man kann ja hier nachsteuern, wenn man merkt, dass man Ziele nicht erreicht. Insofern kann man schon davon ausgehen, dass das insoweit, wie es für die Netzplanung relevant ist, dass das erstmal bis 2023 eine ganz gute Grundlage ist. Im Jahr 2033 haben wir gesehen, gehen schon die Szenarien ein bisschen auseinander, aber bis dahin haben wir auch wiederum ein bisschen mehr Zeit. Und ich fand auch ganz interessant, was Herr Zerres vorgetragen hat, dass auch innerhalb dieses Korridors die Auswirkung für die Netze wiederum gar nicht so riesig ist. Ja, vielleicht die Konkretisierung auch nochmal an Peter Jürgensen, was die Planung der Stromerzeugung, Kapazitäten, auch ihre regionale Verteilung in Dänemark angeht, aber auch die Kooperation mit den Nachbarländern, die Sie dargestellt haben. Wie groß schätzen Sie die Unsicherheiten über die nächsten 10, 15, 20 Jahre ein? Wie sicher wissen wir eigentlich, wo wir hingehen? I mean, involved in the process of making the TYNDP, that's the 10-year network development statement from ENTSO-E. ENTSO-E is the European cooperation between transmission system operators. And the four German TSO, they are members there. So we make one common European grid plan. And the main drivers, very dominant drivers for grid enforcement, that is renewable energy. Offshore wind in the north, wind in the south, solar energy, hydro, connections between the Norwegian hydro, the hydro in the Alps. And so this is the main drivers. And then also the ambition on one European electricity market to facilitate efficient competition. And with the technology we know today, I think the scenarios are rather robust when you look at 2020 and maybe 2030. But the challenge is that infrastructure lasts 40 years. Mm-hmm. And to think that we know the technology in 2050 today might be a bit optimistic. So there must be some adjustments. But we use the scenario technology and make a room where we think the development will be somewhere within this scenario. Okay. And then we prepare the grid to be robust for any of these corners. Okay. Dankeschön. That's the structured way to approach it. Ja. Gibt es noch Statements in diesem Bereich? Oder geben wir Herrn Zerres das Schlusswort? Naja, ob es für ein Schlusswort reichen wird, weiß ich nicht. Ein kurzes. Rein praktisch zu beantworten, im Moment haben wir in unseren Netzplanungen solche großräumigen Lastverschiebungen nicht mit drin. Das mag ein gesamtwirtschaftlich vernünftiger Ansatz sein, auch darauf hinzuwirken. Das kann auch möglicherweise Netzausbaubedarf reduzieren. In den kommenden 10 Jahren sehen wir das nicht, dass das in einem relevanten Umfang passieren würde. Im Gegenteil, wenn Sie sich angucken, die großen Nachfrager werden gerade von den Netzgebühren komplett befreit. Da haben wir also ein letztes Steuerungselement zur Ansiedlung frisch aus der Hand gegeben. Das wäre ja ein Hinweis auf eine mögliche Änderung dieses Verfahrens. Und was die Frage, die Perspektive 2050 anbelangt, da ist einfach der Unsicherheitsfaktor zu hoch. Jetzt ernsthaft staatlich zu planen, was wir in 2050 haben und brauchen werden, das geht schief. Also eins ist sicher, es kommt mit Sicherheit anders, als wir es vorhergesagt haben. Irgendwie, aber wir müssen halt einfach möglichst nah dran sein. Das hoffen wir mit unserem 10-Jahres-Plan noch einigermaßen hinzubekommen. Und mit den großen Gleichspannungsleitungen haben wir ja auch schon ein Element da drin, das über den Tag deutlich hinausweist. Vielen herzlichen Dank. Ich danke allen Panel-Teilnehmern. Vielleicht können wir noch mal kurz einen Applaus geben. Applaus